So, eine Bibliothek. Ich hätte so gerne eine Bibliothek. Oh, mit Kamin. Oh. Also, ich weiß, Benny geiert ja auch ohne Ende auf so einen Kamin. Wer nicht eigentlich? Wer nicht, wa? Guckt euch das Ding mal an hier. So schöner Marmor. Oh, und hier haust du dich hin mit so einem schönen Buch. Ey, oh, wäre das herrlich. Alter, kann man den Teppich nicht mal glatt ziehen? Was ist denn da los, wenn da jemand drüber stolpert? Was soll das? So. Okay, ja, aber ansonsten ist hier erstmal nichts in der Bibliothek. Gucken wir hier. Durchgangsbibliothek. Ach, das Speisezimmer. Wohlan dann. Gibt's hier noch was zu essen? Nee. Okay, ja. Nur ein bisschen Karten gekloppt. Oh, hier ist noch was zu snacken. Wunderbar. Kekse. Cookies. Ja, was ist das? Ist durch fest verkeilt. Okay, wer verkeilt denn hier die scheiß Türen? Das ist doch Murks. Wieso? Du kannst doch nirgendwo. Warte mal. Oh, Hallöle, Hallöle. So, mach kaputt das Ding. Los, holt ihr raus. Ey. Nö. Ist jetzt zum Angucken, oder was? Manu. Oh Mann. Ich will jetzt. Soll ich raufschießen? Ich meine, 13 Schuss. Ich glaube nicht, dass das Glas kaputt geht. Irgendwie Chat, was sagt ihr? Soll ich jetzt hochschießen? So eine Schrotflinte ist schon mal feines. So eine Flinte. So ein Doppelläufchen. Weil er sagt doch nicht, oh, ich brauche einen Schlüssel, pipapo, hahaha. So, okay, Onkel Tom will es, Onkel Tom kriegt es. Ah, arg! So ein Mist. Hat nicht funktioniert. Aber es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. So, okay, was wurde denn hier runtergerissen? Ah, hier war wohl jemand nicht mit dem Gemälde einverstanden. Er ruft. Alter, was? Was denn? Wie denn? Was denn? Was? Die Suppe steigt, kann es sein? Ach toll, schön, 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 schön. Ich würde mal nochmal hier versuchen, zur Tür zu kommen. Was haben wir denn hier? Was? Nein, ein Schloss, ein feuriges Schloss, Mann! So, wo ist jetzt denn? Ach, das glaub ich, nein. So, da hinten glänzt etwas auf. Wieso überhaupt scheppert ja nicht in meinen Ohren gerade, aber sieh ja. So, was haben wir hier? Ah, Bolzenschneider, wunderbar. Kann man auch nur einmal benutzen. So, komm, los, kämpf dich hin, Mann, los. Schnell, schnell, schnell. Kommt da was durch? Alter, sieht schon krass aus. Sieht schon krass aus hier. Mann, Mann, Mann. So, mach kaputt das Ding. Auf geht's. Knicki, knacki und durch da. Ganz zackig. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist passiert? Ja. Alles ist doch wieder normal. Also irgendwas stimmt doch nicht mit ihm. Das war auch tatsächlich im Originalspiel war es halt nicht so. Oh, fancy Mucke. So, was ist er vielleicht ebenfalls Teil dieser Künstlergruppe von damals und weiß es nur nicht oder irgend sowas? Ah, okay, hier sind wir. So, wir sollten am Brunnen nachschauen. So, hier wird immer noch ordentlich rumgeflüstert. Kann ich jetzt eigentlich hier mal rumlaufen? Oh, warte mal, hier vorne kommen wir durch. Vielleicht. Vielleicht finden wir hier noch was an der Schubkarre. Nö. Und hier können wir nicht durch. Okay. Warum können wir jetzt hierher gehen, wenn uns das nicht bringt? So, hier vorne ist auch nochmal der Vorgarten. Oder war dieser Raum damit hier meint? Oh, okay. Los. Jetzt ist offen. Der Gartenschlauch. Ja, Bolzenschneider wird es jetzt wahrscheinlich nicht bringen. Okay, hier können wir runterspringen. Hier vorne lag auch noch was. So, hier hat jemand gebuddelt. Mumifizierte Katze. Warum? Lass es doch liegen, Alter. Lass es doch liegen. Lasttier. Es wurde unter Lasttier abgelegt. Okay, okay. So, hier können wir mal einen Bolzenschneider benutzen. So, mach mal auf das Ding. So, wir brauchen noch die Gardena-Kupplung. Ach, hab ich. So, Wasserschlauch. Müssen wir da unten etwa etwas fluten? Hey.
So, können wir. Nimm noch das Beil hier oben. Dann könnte ich wenigstens da mal das Ding aufklopfen. So, okay. Ich würde mal versuchen, den Schlauch mit dem Schlauch zu verlängern. Und dann was zu tun. So, wo ist denn der Schlauch angeschlossen? Wo ist denn der Wasserhahn? Wo ist denn da was? Der Übungs. Doch, hier geht's weiter. Aha. Diese weghuschenden Käfer, finde ich schon. Was ist denn jetzt so los? Was ist denn jetzt los? Hundi, Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Okay, gar nichts. Dann bin ich total cool geblieben dabei, ja nicht. Ja, ist mich eiskalt. So, könnt ihr die Leiter nochmal hinstellen? Vielleicht für einen schnellen Fluchtversuch. Da kommen wir wieder hoch. So, wird jetzt vielleicht was hochgespült da hinten? Na, schauen wir. Ja, ein Eimer. Oh, es ist ein Scherbenstück. So, von wo jetzt? Teil einer großen Zierscheibe. Sie hat dunkle Verbrennungsspuren. Mhm. Cool, cool. Alles klar. So, ist es das? Das an der Uhr wird es wahrscheinlich nicht sein. Wo war denn noch eins? So, warte mal. War das hier? Hier vorne war die Uhr, ne? Ne, die war oben. Oh, Grizzlybär, ich hab dich im Auge, mein Freund. So, gucken wir mal, ob das passt. Aber das wird wahrscheinlich nicht passen. Das war bestimmt woanders. Oder? Könnte. Doch, passt so, ja. Schau mal an. Aber uns fehlt trotzdem noch eins. Okay, cool. Alles klar. Dann müssen wir noch mal kurz mit I schauen. Der einfache Astrologie-Schlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur 12 an der Zahl waren. Gut, suche nach Dezettos Heizkessel, der im Kollektivenbuch erwähnt wird. Repariere Zielscheibe in einer astronomischen Uhr und finde mit den Informationen aus Perossis Zimmer die Kombination für das Schloss heraus. Ah, war das denn doch da? Ist es doch zu schaffen? Okay, gut. Denn ich würde sagen, den gehen wir ganz kurz nochmal hier zu Frau Perossi ins Zimmer. Wir sind ja gerade da. Hat aber auch einen hippen, schlendernden Gang drauf. Also. Schön gleichmäßig immer. Wunderbar. So, dann lass uns hier nochmal gucken. Wir hatten, wo war denn? Hier ist das Schloss. Haben wir nicht noch einen Schlüssel? Nee. Warte mal, stand das. Wo hat man das denn gefunden? War das in einem Buch? War das in einer Zeitschrift drin irgendwie? Ich glaube, ne? Die Kombination. Also halt mit dem 1, 10 und 11. So, bringt uns das jetzt hier irgendwas? Nee, ich denke nicht. Ich glaube, es war in einem Buch drin. Vergleiche die Namen, der ist da, um die Zahlen zu erhalten. Vergleiche den Namen, der ist da. Ja, aber was für eine Zahl? Ich brauche keine Zahl. So, okay, warte mal. Die Bilder, die umgedreht sind, welche Namen sind es denn? Also William Urch, Franklin Mosick und Nora Keith. Ages, Mosick und Keith. Also die 2, die 9 und die 4. 294. Was bringt uns jetzt 294? Das sind wahrscheinlich 2. Monat, 4. Monat, 9. Monat. Okay, also Februar, April, September. September könnte Jungfrau sein. Was ist denn April, Freunde? So, wo, wo sind jetzt hier die Astrologen unter uns? Februar hat welches Sternzeichen? Chat, jetzt brauche ich euch hier. Da setzt ihr bei mir aus, so. Match.
later. Das Problem ist irgendwie, also ja, na klar, wir können das jetzt alles durcheinander machen irgendwie, dann ist es für mich aber nicht mehr logisch irgendwie als Rätsel. Ne, dann werdet jetzt so, dann werdet random. Much, much later. Mir reicht's, ich schieße auf. A few minutes later. So, nicht verzagen, einfach mal ins Buch schauen, irgendwie hat schon den ein oder anderen mal geholfen. So, also, Fische. Hier haben wir... Hab es. Und da ist das letzte Stück der Scheibe. Hurra, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Was eine Geburt. Wahnsinn. Yay. Schön. Und jener hat die Düngemittelflasche offen gelassen und jetzt ist wieder hier alles für den Arsch. Ah, Gewürm. Ja, super. Kommt da jetzt was raus oder soll ich auf die Würmer schießen? Ja, ich denke, da wird gleich was rauskommen. Warte mal, mit der Taschenlampe ruf. Ja, bringt auch nichts. Ja, soll ich jetzt hier... Ja, hier bringt gar nichts. Gar nichts. Renn mal los. Los, raus. Huh, okay. Man muss einfach nur panisch davonrennen. Dann läuft's. Dann läuft's. Schön. Okay. Was zur Hölle ist hier los? Ja, das freut mich auch. Das freut mich auch. Los. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesehen. Wo haben wir das gesehen? Da, hier unten haben wir's. Okay. Okay. So, na gut. That's it. Finde die in der astronomischen Uhr versteckte... Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Oh no, Alter. Okay, wir haben jetzt hier... drei Zahlen. Wir haben die 4, wir haben die 3 und wir haben die 6. Das schreibe ich mir mal auf. So. 6. 3. Und eine römische 4. Okay. Gut, haben wir irgendwo etwas, wo wir die eingeben können? Weil hier kann ich auch nicht mit interagieren. Take a look at the Detective Carnby tat sich schwer damit zu verstehen, was geschehen war. Es fühlte sich ähnlich an, wie als er in das französische Viertel gezogen worden war. Alles klar, wir aber mit weniger Kraft das und Entschlossenheit quasi hatte er dies benutzen. Ausgelöst? Oder war es etwas anderes gewesen? Fragen über Fragen. So, Talisman. Achso, warte mal, die müssen wir einsetzen. Okay, wir können es auch einfach dahin packen. Wir können es doch einfach da anpacken. Okay, gut. Dann probieren wir das mal. Die 6, die 3 und die 4. Die letzte Kombination war's. In dem schwarzen Glas ist ein Bild. Es zeigt mir etwas. Es ist der Korridor vor Jeremys Zimmer. Ja. Okay. Na dann, gehen wir hier mal rein. Okay. Okay. Oh no. Oh nö. Oh nö, 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 Freunde. Da bin ich ja leider absolut dagegen. Da bin ich absolut dagegen. Ah, oh, brennender Ölturm, wunderbar. Ja. Ach toll, Alter. Ich habe es geschafft. Ja, weiß ich nicht, ob man jetzt so sagen kann. Von Jeremy gelandet. Was ist denn nicht da hinten? Ah ne, okay, gut, das ist nur das Schwungrad. Oh, bitte nicht. Oh, so eine Sumpfnummer. Oh, so. Okay, ich dachte, wir sind schon eingesunken. Okay, jetzt kann von überall kann jetzt hier unten Schlops kommen. Irgendwie. Nee, ich will das nicht. Und ich hab so wenig Munition und ich hab nichts und. Ach Mann. So, gucken wir erstmal in das gruselige alte Haus hier rein.
Hallo, guten Tag. Die Käfer. Ich find's wirklich echt gut. Ich find's richtig gut. So, hier haben wir nichts. Einfach mal nichts. Auch nichts. Es ist tatsächlich sehr unbefriedigend. So, zwei Kugeln. So, ich habe so leichte, schreckliche Erinnerungen an Resident Evil kommen da an mich hoch, irgendwie an diese übelst krasse Munitionsknappheit immer. So, okay, warum man 1000 Schubläden, die ich öffnen kann und nirgendwo ist was drin, das ist doch Mist. So, wie kann man denn so fies mit der Erwartungshaltung an Spielern oder von Spielern spielen? So. Mai 1923, Montag. Alles gut, bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schürfer haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hardwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hardwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hardwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen. Okay, also nicht so viel mit dem Öl rumspielen, also nicht so viel mit rumspielen, ansonsten könnten wir Öl verlieren. Quasi hier mit der Ölpumpe brauchen wir das vielleicht irgendwie, müssen wir sogar Öl verschütten und die Brücke ist eingestürzt. Ein bedeutungsschwangeres Das hilft mir auch nicht, David. Was ist denn das, ein Hubschrauber? Kleiner wie ein Hubschrauber. So, wir könnten mal ganz kurz hier mal einen Blick hier auf das Auto werfen. Vielleicht ist hinten was drauf. Ladeflächentechnisch. Bitte, bitte, bitte. Und ich habe auch noch nicht doppelläufige Schrotflinte. So, was ist das hier für ein Partybauwagen? Ach Gott, das ist so rein. Komm mal her. Okay, oh, warte mal. Kann man hier was nehmen? Oh, okay, Feinde. Wir werden gleich ein paar Sachen ablenken müssen, wie es scheint. Okay, Feind scheint also nicht von hier zu kommen, sondern von... Kommt der aus der Tür raus? Abgeschlossen. Oh, I got a bad feeling. Okay, wir können mal vielleicht versuchen, über die Seilwinde das Ding runterzulassen. Ach, ganz vorsichtig. Jetzt ist das natürlich zu duster hier. Oh Mann, hier passiert doch gleich was Schlimmes. Ich sehe doch kommen. Tränke voll? Kann er denn sagen, mein Sixer ist jetzt voll oder was? Ich glaube nicht, Tim. Hoppala. So, was haben wir da? Der Anlegsteg-Schlüssel. Gut. Freue ich mich. Kann ich den jetzt hier benutzen? Nee. So, hier vorne haben wir auch noch was. Tatsächlich erinnert mich das gerade so ein bisschen an The Evil Within 2. Tatsächlich, er hat ja auch dieser Stefano
Blablabla, Castellano oder wie er hieß irgendwie, der hatte auch so eine Weste an. So ein bisschen erinnert es mich gerade, wie ich hier so rumschleiche, halt gerade noch so ein Bild von Benny. Ha, wo, wie, wo, wa, 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 wa. So ein Bild von Benny im Kopf. Wie er da so rumschlich. So, hier brauchen wir wahrscheinlich eine Kurbel oder irgendwas. Da fehlt etwas. Ja. Entroster. Okay, gut. Ich höre mal auf zu schleichen, weil ansonsten dauert hier noch 3 Tage. Okay, alles klar. Hier kann ich nicht hoch. Eingestürzt. Kann ich denn jetzt hier runterspringen? Möchte ich überhaupt hier runterspringen? Scheint auch nicht zu gehen. Okay. Wo denn jetzt aber hin? Weil hier kommen wir jetzt nicht weiter. Im Haus war jetzt... Warte mal, jetzt können wir in den Anbau? Können wir aus dem Haus hier drüben nochmal raus und in das andere Haus rein? Ich hab das übersehen. Ja, hier ist eine Tür tatsächlich. Stimmt. Genau. Okay, alles klar. Na dann. Hallo. Ah, ein paar schöne Fischhäusen, Körbe mal nehmen. Wunderbar, das ist ja großartig. Ich weiß, wir fangen gleich nochmal raus zum Teufelsriff. So. Zum Stella Bassin. Oh, was ist denn das? Achso, du hast der Brückenhebel. Schade, Alter. Ich dachte, eine Waffe. Yeah. Hab es. Nein. Nein. Ich hab's gerade so grunzen hören draußen. Voll. Mann, wieso bin ich denn voll? Nimm ich noch ein Schlückchen. Blub. Und greif zu. Dankeschön. Ah, okay. Ein Rohr. So, okay, hier werden jetzt wahrscheinlich hier welche rumkrauchen. Folgt mich. Oh. Okay, gut, da hilft dann auch nichts irgendwie mit Verstecken oder sonst irgendwas. Na, dich hat er dich. So, dann machen wir schnell hier an der Kurbel drehen. Es hat geklappt. Kommt der rein? Sieht erstmal nicht so aus. Was denn? Was ist denn passiert? Ist die Tür zu lang? Ach, ist doch großartig, wie sensationell ich so ein Spiel auf Stress setzen kann irgendwie. Schön, einfach schön. Das Schlimme ist, wenn du die Lampe ausmachst, siehst du hier stellenweise nichts mehr. Es ist doch fürchterlich. Das hört sich groß und widerlich an. Oh. Oh Gott, was windet sich denn da draußen? Okay, man kann natürlich auch nur ein Rohr nehmen, ist ja wunderbar. Und warum ist der Käse alles leer? Was soll denn das? Wieso? So, hier vorne haben wir noch... Ich bin noch voll. Mann. Also das frustriert mich ein bisschen. Wenn du eh schon... Du hast eigentlich nichts, ja? Du findest zu wenig, du hast von allen zu wenig. Aber wenn du mal was findest, dann hast du zu viel, wenn du die Haushalte tastet. Das... Da wirst du als Spieler so ja bestraft. Das ist doch blöd. Was war das? Okay. Egal, ich möchte das Beil nehmen. Beil ist besser. Gib mir das Beil, bitte. Dankeschön. Okay. So, Paddel. Ich nehme jetzt kein Paddel.
Alter, ein Beil. Das kommt mir wesentlich effektiver als ein Paddel vor. So, okay, lass mal reingehen. Hallo. So, kein Kind. Spaten. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist natürlich so eine Schaufel halt nicht stärker als ein Beil. Aber in so einem Spiel könnte es schon wieder anders sein. Chat, was sagt ihr? Die Schaufel mitnehmen? Oder wollen wir das Beil behalten? So, Minischränkchen. Einfach nichts drin ist. Nicht! Ja, Beil. Ah, alles klar, fühle ich. Ja, tatsächlich, ich hätte jetzt auch Beil genommen, irgendwie. Obwohl ich ein bisschen neugierig bin, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Schaufel stärker ist irgendwie. Fast vielleicht eine bessere Range damit, aber man, eine Schaufel irgendwie. Das hält nicht ewig. So, was haben wir da noch? Karton. Und es ist drin? Gar nichts. Gar nichts. Und hier ist zu, das ist nicht gut. So, warte mal, hier vorne war noch ein Tor, ne? Deine Karte ist hier nutzlos. Freude. Oh, Freude. Okay. Sieht eher schwach aus. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. Ist das hinter mir? Oh, Okay, gut. Pass auf, denn ich glaube, haben wir sogar noch die Möglichkeit, jetzt wirklich nochmal die Schaufel auszuprobieren. Weil dann tausche ich die einfach mit dem Beil. Ne? Wenn ich jetzt mit dem Beil auf das Ding einhaue, kann es halt sein, dass ich das aber Schaden nehme. Mit einer Schaufel so ein Ding aufzuhauen, das würde mir im Leben nicht einfallen. So, aber dafür haben wir jetzt immer noch ein frisches Beil. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber es sieht großartig aus. Können wir mal hier diese Info hier mal wegmachen irgendwie? Ständig habe ich hier irgendwie dieses Infofenster vor mir. Schauen wir mal, das wird ja, genau. Okay. Nein! Hör auf! Du sollst doch nicht... Oh, aber ist doch nur wirklich Scorny, oder? Das ist doch nur wirklich Scorny. So, hier würde ich mal kurz vielleicht sagen, ich spare mir die Munition und komme hier mal mit meinem Beil an die Schüssel. Okay, cool. Das lief eigentlich ganz gut. Okay. Ja, Beil ist sowieso jetzt gleich kaputt. Ah, das ist... Also ich verstehe, warum die Stimmen laut wurden bezüglich Steuerung und Kampfsystem. Weil ich glaube, also ein großer Fan vom Kampfsystem bin ich auch nicht irgendwie. Dafür ist das... Oh, was ist denn da draußen? Auch wieder so ein Skorpion-ähnliches Ding, was sich durch den Boden zieht. Ah, da ist er. Da ist er. So, haben wir hier noch was. Zwei Metallrohre, die mir den Scheiß bringen. Okay. So, dann rufen wir schnell zu den Schuppen. Ah, von hinten. Okay, wir müssen uns durchzwingen.